Neue Aufträge. Möbel. Jawohl. Zack. Traumhaft. Super. Dann können die ja nach Jebel. Gib ihm. Kapstadt ist jetzt auch unterwegs. Ach nee, wir müssen erstmal anlegen. Ja. Die MS Basti ist in Kapstadt. Dann können wir ja da direkt mal voll tanken, wenn ja der Sprit so günstig ist. Und wir mussten mitnehmen nach Gio. Ach, nach Jebel Lebensmittel? Warte mal, das ist durch. Ambalimani muss auch einer. Spirituosen wollte ich mitnehmen nach Jebel. Von hier unten. Und Medikamente werden ja, glaube ich, auch mitgenommen jetzt, ne? Kapstadt, Luxusgüter. Okay. Das heißt, hier unten müssen wir wieder 2 Tage warten. Neue Aufträge. Luxusgüter aus... Das nehmen wir mit. Okay. Und dann brauchen wir... Gibt's nichts anderes? Krass. Glöckchen Luxusgüter. Okay. Aber wir haben noch so viel Platz, dann nehmen wir auf jeden Fall noch was mit. Luxusgüter, was kann man noch? Lebensmittel ist mir scheißegal, nehme ich auch mit. Oder Textilgüter, Erze brauchen wir nicht mehr. Lebensmittel brauchen wir auf jeden Fall. Also wenn es noch Lebensmittel nach Geo gibt, nach Jebel, dann bitte. So, wer ist da? Die der Hostel ist in Jebel. Metall das erste Mal abgeliefert, sehr gut. Oakland, da fährt die MS Rockle P hin, die Coral P hin. Sydney ist auch auf dem Weg hierher. Bohnen. Kapstadt ist auf jeden Fall erledigt. Da fährt, glaube ich, auch jemand hin. Metall, Gio ist erledigt. Ambalimani. Ambalimani, komm, pass auf, da fährst du mal direkt hin. Ist ja nicht so weit. Das ist eine Ratze-Fatze-Tage. 6-Tage-Tour. Die MS Basti ist die einzige in Kapstadt. So, die Coral Peace zum Tanken da. Die ist in Jebel. Zum Hafen. So, bevor wir jetzt überlegen, wo wir den hinschicken, gucken wir erstmal hier bei der MS Coral. Die muss nämlich tanken und fährt dann auch direkt weiter. Nach Oakland. Sehr gut. Und dann haben wir hier die Jebel, die Xomoda. Haben wir noch irgendeinen fetten Auftrag? Ambalimani und Gio, das wird jetzt erledigt. Das ist durch. New York müsste noch mal jemand. Auftragsliste. Bevor wir das am Ende ganz vergessen. Nee, da will ich keine Umwege fahren. Wir fahren direkt nach New York. Gib ihm. So. Auch wenn wir leer fahren, ist mir gerade herzlich egal. So, neue Aufträge. Die MS Basti in Kapstadt. Auftragsliste. Jebel Ali, Luxusgüter, Luxusgüter, Lebensmittel. Da kenne ich nichts. Noch was für Jebel? Nö. Okay. Ablegen. Ich meine, wir haben 600 Millionen, da sollen sie uns ruhig ertappen. Das ist mir immer noch lieber, eine Million zu zahlen oder 2 oder 5 oder 80, anstatt uns hier quasi final dann so. Ach ja, richtig, genau. Als uns dann final quasi das Spiel zu zerschießen, ne? Juckt die Nase. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kriege ich dann heute noch eine rauf? So, okay, jetzt haben wir hier natürlich viele Lebensmittel gebunkert. Nach New York fährt jetzt einer. Nach Gio, das ist auch erledigt. Medikamente brauchen wir immer noch und ich glaube, hier fährt keiner hin, wa? Komm, dann fährst du jetzt mal nach Hongkong, Shanghai oder sonst wo. Hongkong, Shanghai, Antiquitäten. Okay. Zack. Ablegen. Hier. Nee, das ist Singapur. Bangkok? Wo ist denn Shanghai? Shanghai? Sag mal. Dahin. 9 Tage. So. Okay. Alle unterwegs? Alle unterwegs. Ein bisschen Zunder geben hier. Die
wieder Hostel, bereit in Ambalimani, direkt mal zum Hafen, weil in Ambalimani gibt es, glaube ich, Textilien, waren es Textilien, Lebensmittel, Raubkopien? Nee, was war denn Ambalimani? In Ambalimani waren es Textilien, tatsächlich. Gibt es aber gerade nicht, nur Lebensmittel, die wollen wir nicht. Dann gucken wir zum nächsten, die Dingens Textilien nach Gio. Genau, jetzt sind die beiden durch. Das finde ich gut. Es ist nur noch Ambalimani, da haben wir gerade einen. Die Spirituosen machen mir Sorgen. Und hier die da machen mir Sorgen. Und hier oben haben wir auch noch so Fälle. Puh, Lebensmittel ein paar Mal und Kunststoff und Bohnen und sowas. Kapstadt ist ja auch durch. Da fährt jetzt einer in die ganzen kleinen Scheißdinger, echt. Ey, das ist unglaublich. So, pass mal auf. Wir machen mit dem Folgendes. Das ist ja die MS Danubi, ne? Die fährt einfach mal nach Rotterdam oder so. Irgendwie, genau, Textil nach Rotterdam. Und dann bringt sie auf dem Rückweg eine Menge Stahl oder irgendwas mit. So. Die da Horst, die. Genau, warte mal. Ah, neuer Auftrag. Genau das wollte ich hören. Neue Aufträge. Textilien, jawohl. Einmal hier, einmal da. Bestätigt. Okay, ablegen. Nach Djebel. Alles Klärchen, Pupärchen. Alle wieder unterwegs. So, die MS Du Maire ist in Shanghai. Da legen wir an und gucken auch direkt mal rein, ob es denn für Djebel Kunststoff gibt's hier. Aber die brauchten hier aus Djebel was anderes, ne? Shanghai, das ist hier Maschinen sind das, glaube ich. Maschinen darf sie nicht. Komm, pass auf, dann nehmen wir Kunststoff mit. Das brauchen wir auch. Shanghai, okay. Ablegen. Nach Djebel. Und dann gibt es hier hinten Maschinen noch. Die MS Basti. Luxusgüter, Lebensmittel. Sehr gut. Ich glaube, dann sind wir mit den Lebensmitteln sind wir durch, ja? Ja, sind wir. Oakland, da kommt ja die MS Coral Bee gleich an. Kunststoff sind wir dann auch fast durch. Mit der einen Tour, die da jetzt kommt. Das heißt, ihn hier, die MS Basti, schicken wir mal direkt nach Shanghai. Weil er darf nämlich, genau, Maschinen tragen. Tanken. Jo, Auftragsliste. Shanghai. Gibt's irgendwas mit Shanghai? Nö, gibt's nicht. Egal, Leerfahrt. Ist mir Wurst. Na jetzt, also hier. Genau. Okay, dann fährt die da hoch. Fahren hier zwei hier nach MS Rockel und wo fährt die Rockel hin? Ach, nach Solong. Ah ja, okay. Ich glaube, ich erinnere mich, wieso. Neue Werft, neue Schiffe, blablabla. Der da Horstel ist in Djebel. Textilgüter aus Ambalimani. Dann ist das auch durch. Sehr gut. Dann nochmal fix geguckt. Ich kann mir das nicht merken. Tut mir leid, ich muss immer reingucken. Ja komm, dann lass ihn nochmal Stahl transportieren. Aber nee, da haben wir ja gerade einen, der Stahl transportiert. Dann hier. Kunststoff. Oder Bohnen. Bohnen. Lass mal den mal Bohnen holen. Die da Horstel holt Bohnen aus hier unten irgendwo. Gibt's in... Warte mal. Gibt's hier Bohnen? Ja, hier gibt's Kaffee. Alles klar. Dann fährt die da Horstel. Auftragsliste. Ist natürlich... War ja klar. Leck mich doch. So. Santos. Und gib ihm. So, die Musik passt gerade nicht. Die ist ein bisschen gruselig. Apropos gruselig, ich möchte ja gleich mal an der Stelle direkt auf Alien hinweisen. Alien ist für mich aktuell... Aktuell, kennst du das Wort aktuell? Alien ist für mich aktuell das interessanteste Game auf dem Channel, finde ich. Also ich finde es hat irgendwie eine Art und Weise, das Spiel zu introducen oder das Alien zu introducen. Das ist echt beeindruckend. Warte mal, Djebel, Möbel müssten wir... New York Möbel war, ne? New York Möbel, genau.
Okay. Nehmen wir an. Zack. Ablegen. Zurück. Und gib ihm. So. Sehr gut. All unterwegs. 1, 2, 3, 4 sind leer unterwegs. Alter, Walter. So, die MS Coral P ist in Oakland. Sehr gut. Einmal B tanken. Auftragsliste. Jebel, Jebel, Jebel. Antiquitäten waren es doch, ne? Von Oakland. Ja, 500 aber. Und wir sind bei 480. Du willst mich verarschen. Anni. Kann ich zwei mitnehmen? Ja. Gut, 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 gut. Jebel, Jebel. Antiquitäten, Antiquitäten. Bestätigen. Ich dachte gerade, dass wir zweimal fahren müssen. Hätte ich aber geflucht, hätte ich da. So, zack. Einmal dahin. Und zurück. Sehr gut. Dann ist der Auftrag auch erledigt. Ja. Wir müssen mal gucken. Die MS Coral in Ceylon. Ich weiß nicht, was es da gab. Ich glaube, Suff, ne? Spirituosen, ja. Komm, die können wir mal mitnehmen. Zack, zack. Okay, ablegen. Und direkt nach Jebel Retour. 32 Tage. Ja, so langsam wird es eng. Es neigt sich langsam dem Ende. Wir sind in Rotterdam. Okay, voll tanken. Dann bitte noch einmal nach Ambalimaan. Der Jebel, meine ich. Chemikalien? Brauchen wir nicht. Ich brauche Stahl. Oakland, das ist unterwegs. Bohnen ist unterwegs. Kunststoff gibt es hier nicht. Den gibt es in Singapur. Den haben wir aber gleich fertig. Bohnen kriegen wir aus Dingens unten. Die Dingens kommen auch. Medikamente. Stahl brauche ich. New York ist unterwegs. Und Spirituosen. Die kommen aber auch. So. Zack. Kunststoff. Siehst du, dann ist Kunststoff da. Zum Hafen. Dann haben wir Kunststoff durch. New York ist gleich da. Kunststoff, 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 Kunststoff ist schon durch. Kunststoff ist schon durch. Oh, hab ich mich wo verrechnet? Na gut. Bohnen sind unterwegs. Oakland. Medikamente, wa? Und Stahl. Und Spirituosen. Okay, dann schicken wir mal hier die MS du Meer. Machen wir folgendes. Zack. Wo war das? Hier drüben irgendwo. Genau. Das nehmen wir mit. Bestätigen. Dann schicken wir die große da einmal rüber. Also. Jetzt? Genau. Dann schicken wir die einmal rüber und dann kann sie mit Spirituosen in Massen zurückkommen. Das ist also auch ziemlich, ziemlich sicher, dass wir das dann hinkriegen. Hier in Dingens, ist nicht in Hongkong irgendwo? Shanghai. Anlegen. Die MS Basti. Was war das? Maschinen war das, ne? Maschinen nach. Gibt's gar nichts. Am Arsch, ey. So, neue Aufträge. Was? Hallo? Die kommen. Shanghai, Hongkong oder was weiß ich. Warum werden die hier nicht angeboten? Und warum? Krieg einen Knall. Okay. Dann fahren wir halt nach Hongkong. Oder dahin erstmal. Wir können es ja hier einen Tag weiter vorschleppen. So, zack. Direkt mal in den Hafen geguckt. Auftragsliste. Wie sieht's hier aus? Gibt's hier auch nicht. Du willst mich verarschen. Ablegen. Hongkong. Hongkong. Auftragsliste. Jebel Ali Maschinen. Na bitte. Klappt doch. Warum nicht? Gleich so. So, 8 Millionen. Zack. Einmal eingekauft. Was ihr übrigens mal machen könntet. Ich habe ja irgendwie jetzt, oder ich bin ja dabei, die Aufnahmesessions, die ich hier mache, die nehme ich ja so
nonstop auf, ohne jetzt quasi diese Cuts für mich zu machen, nach 15, 20 oder was weiß ich wie viele Minuten, quasi die Parts einzuteilen. Würde mich mal interessieren, leck mich doch, Alter, knapp 200 Millionen. Würde mich mal interessieren, ob euch das Wurst ist, wenn ich euch quasi pro Folge begrüße und aus der Folge wieder entlasse, oder ob euch das wichtig ist, ob ihr das besser findet. Also wenn ich jetzt einfach so einen Cut mache, so ein bisschen ausfäden und so weiter, weil Hintergrund ist nämlich, warum ich so mache, hat man besser die Möglichkeit, dann vor allem auch bei Alien die Parts zu schnippeln, also vielleicht so ein bisschen Spannungsbogen aufzubauen für die nächste Folge. Und zweitens ist das Aufnahmevergnügen, dann sage ich mal aus meiner Sicht her, ein bisschen besser. Lösegeld bezahlen. Das Aufnahmevergnügen ist von meiner Sicht aus ein bisschen besser und ich kann es dann im Hinterjahr in entspannter Atmosphäre quasi schnippeln. Also es würde mich mal interessieren, ob euch das egal ist oder ob ihr darauf Wert legt oder wie auch immer. Das könnt ihr doch mal bitte in die Kommis schreiben. Und wir sind jetzt hier unten und können Bohnen mitnehmen. Hoffe ich doch. Jebel Ali, Bohnen. Kaffee meine ich. Ach, Junge. So, MS Xomoda ist in Jebel, bringt Möbel aus New York. Damit ist die Sache auch geritzt. Okay, dann haben wir nicht mehr viel über. Die Waffen sind schon. Die kommen jetzt an. Wir müssten irgendwo Medikamente schmuggeln. Und wir müssen Stahl besorgen. Und Spirituosen müssen wir besorgen. Aber Spirituosen ist, glaube ich, durch. Das macht ja der eine. Also der andere. Und die Bohnen sind da unten. Oakland ist auch unterwegs. Ist alles unterwegs. Stahl und, pass auf, Xomoda, du machst dich auf den Weg nach Medikamenten, zu Medikamenten und zu Stahl. Das heißt, Auftragsliste, geht's irgendwie nach Hamburg, Erze, genau. Die nimmst du mal mit, weil ich nehme mal an, dass in Hamburg wird es auf jeden Fall ein bisschen Stahl geben und auf jeden Fall ein paar Medikamente. So, neue Aufträge verfügbar. Ich hoffe doch, Bohnen. Kaffee nach Jebel. Jawohl. 2000 aber nur. Ah, nochmal. Yay. Okay, dann sind wir bei 2,5, knapp 4. Dann sind wir durch. Bestätigen. Ich glaube, wir haben doch nur... Kaffee war wie viel? Kaffee. 3,5, ne? 3,4. Okay, dann sind wir hier mit Kaffee durch. Sehr gut. Ablegen. Jebel. Okilidokili. Alle weg. Die Danubis in Rotterdam und popelt dort und wartet auf Aufträge. Auftragsliste. Jebel Ali Lebensmittel. Jebel Ali Metall. Sehr gut. Okay. 2,1. Das reicht natürlich noch lange nicht. So, Kaffee durch. 2 sind 5. Nee, das reicht nicht. Aber gut, wir schicken ja noch einen zweiten. Und irgendeiner muss noch Medikamente schmuggeln. Gibt es hier gerade noch Medikamente, die man vielleicht so mitnehmen kann? Nee, okay. Dann hier einmal Jebel. Schubbeli-Wups. Alle unterwegs. Et kreucht und fleucht. So, die Korrelpi muss auftanken. Zack. Und natürlich gleich wieder ablegen. Nach Jebel. Ja. Zip. Die Basti ist auch da. Das heißt Maschinen aus Hongkong. Das ist das auch erledigt. Zack. Kann er noch irgendwo mit anpacken? Wir könnten theoretisch als Sicherheit, falls wir hier die 10.000 Spirituosen, ich glaube nicht, dass wir die jetzt mit einem Dingens bekommen. Also, sicherheitshalber, Zeit haben wir genug, dann schicken wir den mal dahin, wo wir wissen, dass wir da Suff herbekommen. Obwohl hier schon zwei mit Suff unterwegs sind. Und hier der dritte, der eigentlich auch schon hin ist. So, Kunststoff. Auftragsliste. Jebel Ali. Kaffee. Du willst mir da veröpfeln. Ich will Spirituosen. Jawohl. Auftrag annehmen. Kann ich noch mehr nehmen? Kaffee. Komm, dann warten wir nochmal 2 Tage. Neue Aufträge. Schwupps. Ja, super Animation. Ich frage mich auch, was diese Animation so aufwendig macht.
Kaffee nach Jebel. Post und Pakete nach Jebel. Wieso denn nun schon wieder Kaffee nach Jebel? Will ja gar keiner. Spirituosensuff. Das ist das, was nach Jebel muss. Neue Aufträge. Du willst mich veräppeln, echt? Spirituosen, ach, ich kann sie nicht mitnehmen. Ach, Gottes Willen, ey. Gut, dass wir noch ein paar Schiffe hinterher geschickt haben. So.